Ich bin die Liebe. Die Liebe und das Licht. Ich bin die Strahlkraft der Erlösung. Und in diesem Licht stehe ich vor dir, Jesus Christus. Im göttlichen Licht von allem, was ist, richte ich mein Wort an dich, O Martha Sant. Einstmals hat Merlin für mich das mystische Heilfeuer entzündet. Und damit die Energie vorbereitet, dass ich als Mensch inkarnieren konnte. Das mystische Heilfeuer war es, was Jesus auf die Erde gebracht hat, und so werde ich Jesus heute den ganzen Tag anwesend sein. Denn die Verbindung zwischen Merlin und mir trägt eine sehr große Kraft. Und so werde ich die Energien halten, dass Merlin durch Nirjana zu dir sprechen kann, dass der Teil Walk-In sicher und gut geschehen kann. Dafür bin ich Jesus heute hier. Und gleichzeitig werde ich auch für dich wirken. Ich werde auch für dich in deinem System Unterstützung anbieten, sodass du die Energien aufnehmen kannst, welche für dich wichtig sind. Denn ich weiß, dass ein jeder von euch sich auf einem bestimmten Weg befindet, dem Weg des persönlichen Wachstums. Und gerade da, wo du jetzt stehst, stehe ich an deiner Seite, um dich zu führen, dir zu zeigen, was wichtig ist, dich darauf aufmerksam zu machen, was als nächstes für dich unterstützend ist. Die Grundlage für alles ist das Vertrauen in deine Seele, in dein Leben, auf deinem Lebensweg, zu erkennen,
dass alles, was geschieht, dich weiterbringt. Es ist die göttliche Weisheit deiner Seele, welche dich führt, welche all das geschehen lässt, was wichtig für deine Weiterentwicklung ist. All das wurde bereits in dein Buch des Lebens geschrieben. Und in dieser Inkarnation darf die Erlösung fließen und das Erkennen, Erkennen von dir selbst. Denn mit diesem Erkennen erkennt sich die Erde, erkennt das komplette System, all der Planeten, welche in die Dualität gefallen sind, wo der Weg des Lichtes leuchtet. Und so ist dein persönliches Erwachen und Erkennen die Unterstützung für das Große und Ganze. Und ich stehe an deiner Seite. Und nähre dein mystisches Feuer mit bedingungsloser Liebe. Und so rufe ich nun die 36 hohen Räte des Lichtes, denn sie werden dich unterstützen, wenn ich dir die Segnungstropfen übertrage. Ein Segnungstropfen kommt direkt aus der Quelle von allem, was ist. Er kommt aus dem ersten zentralen Universum. Und wenn ich ihn dir nachher übergebe, fließt er direkt in dein Herz. Und in diesem Moment bist du so eng mit dir selbst verbunden und so eng mit uns allen, den geistigen Wesen, verbunden. Alles, was während dieser Übertragung geschieht, die Gefühle oder die Bilder, welche du empfängst, entsprechen Situationen, welche du schon einmal erlebt hast. Und Jesus sagt dir: Sei wie ein Kind, spielerisch, neugierig und lasse alles zu. Denn die Energien sind intelligent und ein Segnungstropfen benötigt Freiraum. Er wird ausgehend von deinem Herzen in die Felder deines Systems fließen,
welche Unterstützung benötigen. Und er wird zu leuchten beginnen. In deinem Licht. Deswegen lieben wir die geistigen Wesen, die 36 hohen Räte des Lichtes, ist so sehr, die Menschen zu betrachten, wenn wir die Segnungstropfen überbringen. Und so haben wir schon lange vor dem heutigen Tag die Gruppenenergie betrachtet. Wir haben einen jeden einzelnen von euch in seinem Lichtkörper betrachtet und der Segnungstropfen enthält, fein abgestimmt, genau das, was ein jeder von euch am meisten unterstützen wird. Ein Cocktail der allerhöchsten Energien aus der Quelle von allem, was ist. Und diese Energie wird dich vorbereiten, die Botschaften aufzunehmen, auf Seelenebene aufzunehmen, tief in deinem Herzen. Und diese Energie der Segnungstropfen wird dich ausdehnen, ausdehnen, so wie es gut für dich ist. Er wird auch deine Mehrkörper ausdehnen, deine Aspekte berühren und wenn es dir möglich ist, fühle währenddessen in deinem System, was geschieht. Vertraue mir, ich bin Jesus, ich bin das Licht, ich bin die Liebe, ich bin bei dir, bei dir. So wie ich schon einmal bei dir war, als Mensch auf dieser Erde. Und wenn ich diese Worte spreche, spürst du es in deinem Herzen. Spürst du ganz genau, was ich damals zu dir sagte. Lass es zu. Denn einmal saßen wir zusammen und du fragtest mich etwas über die Liebe. Und über die Probleme der Liebe. Und ich erklärte dir, was es bedeutet, zu vertrauen. Was es bedeutet, sich fallen lassen zu können. Und damals sahst du mich mit großen Augen an. Du erkanntest,
was es bedeutet, zu vertrauen. Diesen Samen trugst du all die Inkarnationen in deinem Herzen, der Samen des Vertrauens. Und in dieser Inkarnation war es die Aufgabe für die Menschen zu erkennen, was Vertrauen bedeutet. Und zu erkennen, dass das Vertrauen aus dem Herzen kommt, ohne Verstand, ohne Zweifel. Das Vertrauen einfach ist. Und damals strich ich dir über dein Haupt, über deine Haare. Ich lächelte dich an und ich sagte die Worte Mona Oha zu dir. Vertraue, mein Kind, auch wenn alles im ersten Moment sich nicht so gut anfühlt, ist es doch wichtig, dennoch wichtig, auch solche Situationen zu durchleben, denn dein persönliches Wachstum, das ist es, was sich deine Seele wünscht. Und deswegen bist du auf der Erde, um die Schule des Lebens, das Spiel der Illusion zu erkennen. Allerliebstes Menschenkind. Und so mache dich nun bereit, lasse dich tragen von den Energien des Segnungstropfen, welche wir, die geistigen Wesen der Liebe, jetzt für dich überbringen. Lege nun deine Hände.
mit der Oberfläche auf deine Beine. Jesus wird dir das Zeichen von Mona Oha, dem Vertrauen des Herzens, in deine Handflächen zeichnen. Lege beide Hände auf dein Herz. Lege sie auf dein Herz und spüre, wie sich Mona Oha in dir ausbreitet, mit dir verbindet, wie eine Einheit entsteht. Atme die Töne von Mona Oha ein. Mona Oha. Das Vertrauen des Herzens. Und Jesus verbindet die Energie von damals, als ich das erste Mal von Mona Oha sprach, mit dem Jetzt-Zeitpunkt. Und so fließt Mona Oha durch jede Inkarnation. Durch jede Inkarnation bis zu dem heutigen Tag verankert sich mit deinem Licht und deiner Liebe. Gesegnet bist du in der allerhöchsten Liebe, die nur Jesus für dich hat, die Jesus dir überbringt und welche dich gleichzeitig erlöst. Erlöst von den Zweifeln der Dualität, welche dich klein machen möchte. Und so lasse diese Heilung geschehen. Lass es geschehen. Und gebe dich hin in die Arme von Jesus, denn du bist ein göttlicher Mensch auf Erden. Elachai, ich bin bei dir, bei dir. Ich bin Frieden, Elachai, ich bin Liebe. Hey Esche, hey, spreche diese Worte mit mir. Hey Esche, hey, hey Esche, hey Esche, so hart. Und mit diesen Tönen möchte ich dich nun den Tag genießen lassen und mich formell verabschieden, aber in meiner Energie an deiner Seite sein.